Willkommen zurück zu Let's Replay GTA Vice City. Wir machen weiter mit den Taxi-Missionen. Heißt, auf zum Taxiunternehmen. Wir haben noch nicht eine einzige Taxi-Mission in diesem Let's Play gemacht, aber okay. Das sind Nebenaufgaben, die müssen nicht unbedingt gezeigt werden. Wir wollen ja auch mal langsam, dass die Story zum Ende führt. Ja, zum Ende führt. Ich finde, so mal ein bisschen neutral gesehen, jetzt nicht als Vice City Fanboy, der ich ja eigentlich sonst bin, wie gesagt, Vice City mit eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich will jetzt nicht sagen, das Lieblingsspiel. Festlegen tue ich mich bei meinem Lieblingsspiel nie. Aber ich finde, die Story verläuft sich sehr. Also man hat eigentlich die Story bis zur Villa-Eroberung, auch dann die nächsten Missionen, wie sie sich langsam etablieren. Und dann verstreut sie sich auf ganz Vice City, weil man halt erstmal ein Imperium aufbauen muss. Und dann kommt sie gleich ein. Okay, und Sonnys Anruf, nachdem man sechs Geschäfte insgesamt oder fünf Geschäfte insgesamt gekauft hat. Nee, sechs Geschäfte. Doch, nachdem man sechs Geschäfte gekauft hat, ruft Sonny einen an. Und sagt halt, dass er sein Geld wieder haben will. Wie halt bei jedem Anruf. So nochmal, wie die Story verlaufen ist. Und dann machen wir machen halt die Mission für die Geschäfte, um Geld zu kassieren. Gut. Dürfte auch noch jedem einleuchten. Gut. Nur um halt nochmal die Story so ein bisschen zu erklären. War, hier schießen sie schon wieder wie die Verrückten. So, und bremsen. Her damit. Einsteigen. Und mal gucken, ob unsere anderen Autos da noch stehen. Ich glaube es zwar nicht, aber. Genau. Sauber. Gut, dann einmal hier speichern, weil wir den ganzen Weg nicht nochmal fahren wollen. Und auf zur letzten Taxi-Mission, die so heißt. Car 13, we got a missed Cortez. Ask for you especially. Okay, I got it. Car 13 out. Mercedes möchte abgeholt werden. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, dass wir Mercedes in dieser Mission nicht zu Gesicht bekommen werden. Ja, ich spoiler gerne. Vor allem, ihr seht es ja gleich sowieso. Was ich aber an dieser Stelle mal fragen möchte, für diejenigen, die sich dieses Let's Play angucken, sind ja doch schon, ich sag jetzt mal einige, es sind einige, ich möchte jetzt nicht sagen viele, weil da kommt wieder an, wo ist viele, wo ist wenig, oder was heißt viele, was heißt wenig. Was wäre euch lieber, wenn ich erst San Andreas anfange zu Let's Playen, oder San Andreas Let's Playe, oder die Sequels für die PS2, heißt Liberty City Stories, Vice City Stories. Weil ich finde, oh, ich sollte die Karre mal heile lassen für das, was gleich noch kommt. Ja, ist schon ein guter Anfang. Weil ich finde, jetzt habe ich GTA 3 gespielt in Liberty City. Jetzt habe ich Vice City schon zweimal Let's Played. Da wird sich ja anbieten, die ganzen Quatsch damit abzuschließen. Quatsch in dem Sinne ist es ja im positiven Sinne. Quatsch, ach, ich verhaspel mich hier schon wieder. Also es würde für mich Sinn machen, diese beiden Städte in Anführungszeichen abzuschließen. Liberty City kommt ja auch nochmal wieder. Aber die beiden Sachen zu Let's Playen und natürlich werde ich hier angerufen. Ich mache eben kurz eine kleine Unterbrechung. Bis gleich. Und weiter geht's. So, wir waren bei der letzten Taxi-Mission stehen geblieben und da geht's jetzt auch weiter. Juhu! Und jetzt kommt die Kavallerie. Ja, da kommen jetzt Mercedes. Ganze fünf, sechs Stück an der Zahl. Jetzt haben wir. Halte durch, wir müssen jetzt eine Minute. Sauber. Verdammt. Zwei haben wir noch an der Backe. So, ihr merkt schon, es gibt so bestimmte Möglichkeiten, diese. Oh, da hinten ist das dritte gekommen. Es gibt so Möglichkeiten, die auszutricksen. Seht ihr, da hinten haben wir am Schiff schon welche ausgetrickst. Vier, drei, zwei.
geschafft. Und jetzt kommt das Endtaxi. Endgegner in Anführungsstrichen. Da hinten ist er. Geschafft. Kaufmann Taxis erworben. Taxiunternehmen erworben. So leicht geht das eigentlich. Also das Kaufen, also dieses Taxiunternehmen ist nicht schwer. Wenn man es richtig anstellt, wir haben es jetzt eigentlich in einer Rutsche durchgespielt. Das Taxiunternehmen. Sehr gut. Tja, Freund der Sonne, raus aus deinem scheiß Taxi. So, und wir fahren jetzt erstmal zur Villa. Um auf einen Anruf zu warten. Schon wieder, ich sag ja, es ist wieder komisch, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Aber okay, was heißt vorbei? Es kommen jetzt noch zwei Missionen. Und wir haben, ey, wir haben die Taxi-Mission ohne einen Kratzer geschafft. Jo, gefällt mir. So. Ich würde euch auch raten, wenn ihr Vice City 0 also durchspielen wollt, nehmt die Unternehmen, die ich gemacht habe. Es sind die einfachsten. Wenn ihr natürlich, wenn ihr nicht so kaputt seid im Kopf wie ich und nach den Credits noch weiterspielen wollt, könnt ihr noch den Malibu Club und das Filmstudio erwerben, wo es auch noch eine Handvoll Missionen gibt. Ich glaube, beim Malibu Club sind es 4 und beim Filmstudio auch nochmal 4. Und ich sag mal, am anspruchsvollsten sind die vom Malibu Club. Wie gesagt, zu finden in meinem allerersten Let's Play. Ja, der Anruf kam. In der Druckerei gibt's Ärger. Heißt, erstmal wieder ein vernünftiges Outfit anziehen. Wir speichern an der Stelle. Und jetzt brauchen wir ein Motorrad. Für die nächste Mission ist dringend ein Motorrad vonnöten. Gut, dass wir eins haben. Ja, dann fahren wir mal zur Druckerei und gucken uns den ganzen Schaden mal an. Ich sag mal jetzt mal... Boah, ich will jetzt nicht noch großartig Schaden durch Unfälle kassieren. Kommt, Freunde der Nacht. Dann gucken wir uns mal an, was da denn an der Druckerei passiert ist. Ich weiß auch gerade gar nicht, wer uns da angerufen hat. Ich glaube Lance oder Ken Paul, einer von beiden. Ich tippe aber mal eher auf Lance, macht mehr Sinn. Und viel Spaß bei der Mission. Der Eintreiber. Oh. Okay, what's the emergency? Oh. Who? Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Die Mafia verlangt Schutzgeld von dir. Stöbere sie auf und erledige sie. Ja, es kommt alles zu einem Ende. Das ist der Anfang davon. So, Freunde. Jetzt gibt's Backenfutter. Dann wollen wir mal. Wir hoffen mal, dass wir jetzt keine Unfälle bauen. So, die Kerle fahren, glaube ich, zur Bootswerft. Da werden wir jetzt auch hinfahren und sie in Empfang nehmen. Lass sie mal ruhig zu der Bootswerft fahren. Sie haben 6 Unternehmen, die sie abklappern. Und wir, oder nee, 5 Unternehmen. So, das waren die ersten. Ich glaube, es kommen 3 oder 4 Einheiten. Wo sind die nächsten?
Sauber, auch genau auf dieser Strecke. Können aber auch Pech haben, dass sie zum Autohaus wollen. Das weiß man halt nicht, also muss man jetzt drauf achten. Halt immer schön die Karte im Auge behalten. Wo fahren diese Säcke her? Na, ich glaube, sie fahren zur Eiscreme-Fabrik. Dann fahren wir da auch mal hin. Läuft auf Konfrontationskurs raus. Die wollen zur... Ah, die wollen zur Bootswehr. Nee, die wollen wirklich zum Autohaus. Wir müssen mit diesem Ding aufpassen. So, das waren die nächsten. Verdammt. Verdammt, wir haben ein Problem. Wir haben kein Motorrad mehr, weil Polizei. Tschüss, meine Freunde. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Sauber, die fahren genau geradeaus. Best ist einmal voll erwischen. $30.000, Mission erfüllt. Super. Das ist auf jeden Fall gut. Wir speichern bei der Eiscreme-Fabrik, würde ich sagen. Und ja, Freunde, das war die vorletzte Mission. Ja, wir sollen zur Villa kommen. Zur letzten Mission. Wir speichern zweimal. Einmal auch das Sicherheits-Safe-Game. 12 Minuten, ich würde sagen, kommt. Das wird die letzte Folge. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt so hin. Scheiß was auf. Zu lange Folge. So, erstmal die Sirene ausgemacht. Die nervt dann doch schon etwas. Jo, die nächste Mission wird reine Schießerei. Und wird auch noch so einige Wendungen mit sich bringen. Wir kassieren jetzt hier noch einmal Geld und speichern, glaube ich, auch noch mal oben im in der Villa selber. Viel Geld ist das auch nicht, aber immerhin besser als nix. So, ich könnte natürlich jetzt auch ein Arschloch sein und schon noch einen Cut machen, aber das mache ich nicht. Dann würde ich sagen, viel Spaß bei der letzten Mission. Freunde und andere Feinde. What's going on? Tommy. Oh, good, good, good. Listen, listen, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man!
They knew I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No. I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I'd just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. So, ja, die Mafia will dein Geld stehlen. Das wird nicht so einfach. Komm her damit. Das wird jetzt lustig, weil jetzt kommt die Kavallerie. Vor allem, ich mache das erste Mal ohne Minigun. Sonst habe ich das alles per Minigun gemacht. Ihr hört die Schüsse wieder nicht, ich weiß, das ist ein bisschen scheiße. Aber das ist ein Fehler, Fraps und Spiel vertragen sich nicht so wirklich. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Das Dumme ist, wenn wir jetzt gehen, klauen die unser Geld und das... Das Dumme ist, die werden auch nicht weniger. Aber ich glaube, dir geht's zu gut, mein Freund. Klaut der mir das Geld. Komm. Wir müssen Lance am besten erwischen, bevor der nach oben kommt. Come here, you double-crossing piece of shit! Your history, Tommy! History! So, das war Lance. So schnell werden aus Freunden Feinde, vor allem in Vice City. Waff-Freunde? Ich glaube, euch haben sie zu heiß gebadet. Lasst die Finger von meiner Kohle. Ah, da ist er. Entschuldigung, wenn ich schreie. I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never understood a thing. So, das war's. Tommy? Oh my God, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either.
Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Und damit ist es vorbei. GTA Vice City, das zweite Mal in meiner Let's Player-Karriere. Das 10. oder 20. Wenn ich vielleicht 25... Ich will es gar nicht wissen, wie oft ich es durchgezockt habe. Ich sag nur so viel. Wenn man die Enddialoge auswendig kennt, dann sollte man es lassen. Aber ich könnte es immer wieder zocken. Ich finde diese letzte Mission nochmal so richtig geil. Deswegen, ich würde es so geil finden, wenn GTA 5 mit dem Charakter Tommy Vercetti wirklich... weitermachen würde, aber es sieht ja wohl aktuell nicht so danach aus. Wie gesagt, ich würde es richtig unterstützen, ich würde mich richtig freuen. Deswegen, ah, sauber. Ich hab mir gerade echt nochmal vorgestellt, das könntest du auch nochmal zocken, aber ich glaube, zweimal reicht. Ich find's einfach nur geil. Wirklich, bis jetzt mein absolutes Lieblings-GTA. Ach ja, Ich liebe diese letzte Mission. Ich kann es nur oft genug sagen. Ich weiß es nicht, wieso. Ich habe gerade wirklich, wo ich mein Mikro stumm geschalten habe, während der Cutscenes hier in der letzten Mission, ich konnte mit den Lippen die ganzen Dialoge bald nachsprechen. Oder auch generell, ich hätte es nachsprechen können, aber ich wollte die Stimmung nicht ruinieren. Ich finde dieses Spiel einfach so genial. Ah. Sollte ich mal über 3000 Abonnenten haben, werde ich es nochmal zocken. Da das sowieso nicht passiert, auf jeden Fall nicht in absehbarer Zeit, hat sich das sowieso erstmal erledigt. Aber trotzdem, ich finde es einfach geil. Ich werde es vielleicht installiert lassen und nochmal privat nochmal zocken. Machen wir es so. Sollte ich irgendwann über 3000 Abonnenten haben, zocke ich es nicht zu 100%, aber mit allem. Mit Filmstudio, mit Malibu Club, mit allem. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das passieren wird. Deswegen lassen wir das. Was kommt als nächstes? Es kommen jetzt die Standardsachen, was ich immer am Ende eines Let's Plays sage. Als nächstes weiß ich noch nicht, was kommt. GTA San Andreas wird das erstmal nicht sein. Es wird kommen, auf jeden Fall. Ich werde die, wie gesagt, die GTA-Reihe, die Hauptteile, also die richtigen 3D-Teile, nicht die Handheld-Teile, aber die richtigen 3D-Teile hier wie Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA Liberty City Stories, Vice City Stories, werde ich alle noch Let's Playen. Ich weiß nicht, in was für einer Reihenfolge, ob ich jetzt Liberty City Stories als nächstes machen soll, ob ich Vice City Stories als nächstes machen soll oder dann San Andreas. Das wird aber alles erst so, ich würde sagen, ab Dezember. Ab Dezember, weil ich einfach aktuell zu viel geplant habe. Ah, eben kurz off-topic. Tommy Vercettis Sprecher Ray Liotta. Einfach, ah, super. Der hat seine Arbeit so geil gemacht. Und ich habe ja echt gehofft, er würde der Synchronsprecher im GTA 5 Trailer sein. Aber das war er ja leider nicht. Nein, was ich nochmal sagen wollte. Es kommt. FIFA 13 wird mit Sicherheit zugange sein, während das hier lief. Risen 2 läuft mit Sicherheit noch. Das sind so die beiden Hauptsachen. Die beiden Haupt-Let's Plays. Dann wird auf jeden Fall WWE 13 noch irgendwann starten. Und Hitman Absolution wird auch noch kommen. Das sind 4 Spiele, die ich erstmal zocken werde. Und da kann ich die älteren Sachen, also so wie jetzt Vice City, San Andreas, Liberty City Stories, Vice City Stories, das kann alles noch warten. Ich habe die Spiele hier, meine TV-Karte, glaube ich nicht, dass die in naher Zeit einen Satz macht, dass sie kaputt geht. Ich hoffe, ich habe den Teufel jetzt nicht heraufbeschworen. Also jetzt für die Konsolenteile wie Liberty City Stories, Vice City Stories. Ich rede sehr schnell. Aber okay. Heinz Henn, das ist ein Deutscher, ne? Heinz Henn, das ist Music Consolation. Das ist... Ah, der war auch, glaube ich, mal bei irgendeiner RTL-Show. Ist auf jeden Fall ein Deutscher, der die Musikleitung oder sowas gemacht hat. Auf jeden Fall. Wirklich geniales Spiel, Vice City. Ich kann es heutzutage immer noch jedem empfehlen, der Open-World-Spiele mag, der generell dieses Third-Person mag, so wie ich. Ich bin vom Ego-Shooter-Trip so gut wie komplett runter. Ich zocke, wenn ich was Shooter-mäßiges zocke, fast nur noch
Third-Person-Open-World-Spiele oder generell Third-Person wie Hitman oder so. Von dem Ego-Shooter-Trip bin ich fast komplett runter. Ich trinke hier nebenbei was. Nicht, dass ihr euch das stört. Deswegen werde ich auch gerade nicht so von Borderlands 2 oder so angezogen. Also, mich juckt aktuell nichts Ego-Shooter-mäßiges. Auch wenn ich noch viele Ego-Shooter geplant habe. Ich habe hier so viele stehen. Ich wünschte echt, ich würde mal endlich eine vernünftige Cam kriegen oder sowas. Ich glaube, ich werde mir mal in den Osterferien eine kaufen. In den Osterferien, in den Herbstferien. Ich glaube, ich kaufe mir mal eine vernünftige Webcam oder sowas. Ich glaube, die Zeit ist dafür schon längst gekommen. Damit ich euch mal so einen kleinen Ausschnitt zeigen kann, was ich hier stehen habe. Ist auf jeden Fall geplant. Ob es jetzt kommt, weiß ich nicht. Also, ihr werdet sehen, was kommt. John Jansen, das ist der letzte Credit-Name. Den habe ich immer noch im Kopf. Ich kenne dieses Spiel einfach zu auswendig nicht. Das ist noch schlimmer als die Hitman-Reihe. GTA Vice City. 26 Minuten, da habt ihr zum Schluss noch mal etwas Längeres. 30.000 noch mal. Wir speichern mal eben. Aber ich werde das untere nicht speichern, weil vielleicht bin ich noch mal so kaputt und zock noch mal die letzte Mission. Einfach nur mal just for fun für mich. Aber es kommen jetzt noch einige Telefonate, die ich euch noch hören lassen möchte. Hallo? Jetzt nicht abstürzen. Tommy, it's Palace. How are you? Right, mate. Anyway, thought I had to drop you a line. Oh, my good lord, my son. You will not believe the quality of the brass I just encountered. Streetwalker or something just down in Little Havana, mate. Said her name was Mercedes or something. Oh, my God, mate. You gotta check this bird out. Could strip the lead out of a pencil. Said I was the best you ever had at all. Keep your potato skin for. I'll be seeing ya. Mercedes und Ken Paul. Ja, das kann ja was werden. Komm. Es müssten nämlich noch welche anrufen. Wir laufen noch ein bisschen durch die Villa à la Scarface. Ich glaube, das werde ich irgendwann mal auch let's playen, auf jeden Fall. Das habe ich aber schon mal gesagt, wenn ich durch diese Villa laufe. Tommy, Thomas, it's Cortez, ¿qué pasa? Things are interesting. How are you, my friend? I wanted to ask you about Mercedes. Okay, what about her? Oh, Tommy, I hear these stories, all these stories, I don't know what to think. Maybe she thinks she can do what she likes. But Tommy, tell me, is it true? Is what true? The stories I hear. She really going to be a lawyer? Tommy, the shame. The shame. You know, we Cortez are a proud family. We would never allow a daughter of ours to become a lawyer. Please tell me if it isn't so. I don't think I could take it. Oh, Colonel, I can assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy. Tommy, thank you. The shame would be unbearable. Anyway, Tommy, you must excuse me, all right? The new Minister of Interior has arrived. Many years ago, I killed his father in a failed coup, so I must be polite. Hey, good day, amigo. Ja, der Colonel hat natürlich auch Probleme ohne Ende. Immerhin wird seine Tochter kein Anwalt. Das war ja sein einziges Problem. Wir können uns mal das Labyrinth angucken, während wir hier noch rumlaufen. Die 30 Minuten kriegen wir noch vollkommen. Und wenn der Part wieder 1 oder 2 Gigabyte groß wird. Tommy Facetti. How's it going, Mr. Big Shot? I hear all these things about you. Some kind of player in town now, eh? Paul, you're drunk. Nah, you stupid pal. I ain't drunk. I had a couple and some treats. I've been a bit of a couple of days, you know? Anyway, don't give me that. I ain't a mug. Who set you up in this town? Oh, me. That's who. Really? Don't give me that, don't. I introduced you to people, I showed you the ropes. Did a lot of stuff for you, and this is how you repay me. You ignore me. You won't give me a way in, or after all I did for you. What do you think I am, a dude or something? Paul, take it easy. I've been busy, don't be an idiot. I ain't no idiot, Moose. That's what I said in Postal. You ask him the trouble, son, because you're going to get it. Tell me, mate, please. Use me, big O, please. Don't laugh at me. Paul, get some sleep, seriously. Ja, Paul hat natürlich mal wieder gesoffen und labert nur Scheiße. Halt der typische Vice City Alltagsbrei. Gut, an der Stelle bedanke ich mich bei jedem, der sich Let's Replay GTA Vice City angeguckt hat. Vielleicht auch welche, die es sich schon einmal angeguckt haben. Wer weiß. Wie gesagt, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Bis zu den kommenden Let's Plays. Bis zu den aktuellen Let's Plays. Oder gar nicht. Tschüss.